Herzlich willkommen zu Star Stable, unserem Pferdespiel mit mir, also mit Steffi und Herman. Und wir haben beim letzten Mal gar nicht Herman gesagt, dass wir die Pferde gefüttert haben. Danke dir, jetzt scheinen alle schön satt zu sein. Hier ist dein Geld, schau bald mal wieder vorbei. Ich habe übrigens jetzt noch eine Runde offscreen gestriegelt, aber wirklich nur einmal. Da war ich dann bei 70 Stallpunkten. Jetzt gucke ich mal, was es fürs Füttern gegeben hat. Nochmal 25 obendrauf. Jetzt haben wir schon 25 Stallpunkte. Das ist also unsere Währung, so wie es aussieht. Und damit könnten wir jetzt doch eigentlich erstmal eine Bürste kaufen. Vielleicht auch noch irgendwas anderes. Also erstmal hier eine Bürste für 5. Ich kaufe auch gleich mal einen Eimer, weil wahrscheinlich müssen wir unser Pferd auch noch tränken. Heu jetzt erstmal noch nicht. Das mache ich dann auf Bedarf. Was kostet denn 40? Das ist gar nicht so teuer. Wenn man sich das mal anguckt. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch schon Anfängerzügel ausgezeichnet und so weiter. Aber wenn das jetzt schon heißt Anfänger, dann gibt es später vielleicht auch noch Sachen für Fortgeschrittene. Und ich denke, wir begnügen uns jetzt erstmal mit dem, was wir haben. Und schauen mal, was Herman als nächste Aufgabe für uns hat. Ja. Jetzt geht es nämlich schon ans Tränken. Hol mit dem Eimer aus dem Stall Wasser, aus dem Brunnen und lass dein Pferd trinken, bis es nicht mehr durstig ist. Okay, da wir das ja sowieso alles lernen müssen. Ich habe zwar jetzt einen Eimer, aber ich nehme jetzt natürlich den, der vorgesehen ist. So. Und dann muss ich erstmal den Brunnen suchen. Den hatte ich doch schon irgendwo. Da ist er. Hatte ich doch schon gesehen. Das ist natürlich... Ah, okay, 5-mal. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich relativ lästig, wenn man dann für jedes Pferd extra zum Brunnen rennen muss. Wieso darf ich jetzt nicht? Ist jetzt nicht wahr. Muss ich das auf den Boden stellen vielleicht? Um dein Pferd zu tränken, brauchst du natürlich Wasser. Habe ich. Mit der bewege den Maul. Ja, habe ich doch. Ja, das sind alles Sachen, die ich... Jetzt geht's. Ich musste anscheinend wirklich erst diese Anweisung lesen. Okay. Wahrscheinlich sagt er mir jetzt, dass ich auch die anderen Pferde tränken kann. Einmal gibt es im Laden, wenn du dir ein paar extra Stallpunkte verdienen willst, kannst du auch anderen Pferden im Reitstall Wasser geben. Ja, das, da ich... Achso, jetzt hat er mir den Eimer schon weggenommen. Sonst hätte ich gesagt, ich mache das jetzt schnell. Aber wir wollen ja, wie gesagt, auch ein bisschen vorankommen. Bevor ich dich für heute entlasse, hier noch eine letzte Aufgabe. Die Boxen ausmisten. Pferde mögen eine saubere und ordentliche Umgebung, genau wie wir. Nimm die Schaufel und miste aus, und zwar restlos. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, dann machen wir das eben auch noch. Ich dachte, wir machen hier Urlaub. So. Das, glaube ich, erklärt sich alles von selbst. Es ist ein bisschen... Nein, eigentlich geht es gut zu steuern mit den Tasten. Ich bin es mir überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ich habe schon sehr lange keine Charaktere mehr mit der Tastatur gesteuert, weil mittlerweile ja fast alles auch auf Controller ausgelegt ist. Das wäre mir bedeutend lieber. Hat mein Pferd eigentlich auch einen Stall? Prima gemacht. Jetzt könnte man sogar vom Boden essen, obwohl ich es nicht empfehlen würde. Sobald der Stall schmutzig ist, kannst du sauber machen und dir ein paar extra Stallpunkte verdienen. Ja, Informationen, schwarzes Brett, sag mal Bescheid, wenn du fertig bist. Habe ich alles verstanden. Das ist so geil. Es ist Zeit, dass du dich auf einen sauberen Pferderücken setzt. Geh zu dem Pferd, das du so schön geputzt hast. Ich bin mir sicher, dass es für dich bereit steht. Ja. Jetzt wird es interessant. Endlich dürfen wir reiten. Ach so, ich muss erst wieder die Anweisung lesen. In einen Sattel, dann kannst du etwas mit dem Pferd machen. Durch Klicken mit der linken Maustaste kannst du aufsteigen oder absteigen. Oh Gott. Oh nein, das ist... Ja.
Schneller, langsamer, X ist Pause, Leertaste ist Springen. Ja, okay, genau das dachte ich mir fast. Das heißt in dem Moment dann keine Maus. Ich kann das mit WASD machen, X ist Pause, okay. Dann musst du wach sein und schnell reagieren, damit, wie du es von ihm willst. Wenn das, was, wenn der Pfeil auf der Geschwindigkeitsanzeige unten blinkt, wird das Pferd gleich die Gangart wechseln. Drücke einmal auf W, um die aktuelle Gangart beizubehalten. Oh Gott! Ach, danke. Ich kann mein Pferd auch anders lenken. Das ist schön, aber ich kann es halt nicht mit dem Controller und das ist schade. Das wird jetzt ein Heidenspaß. Vor allem die Perspektive ist natürlich so ein bisschen. Kann ich mein Pferd rückwärts lenken? Ja. Also mein Pferd macht ziemlich, was es will, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Okay, man muss also wirklich immer unten auf die Anzeige gucken. Oh Gott, macht das große Hüpfer. Okay. Ja, es geht eigentlich ganz gut. Okay, es kann also nur springen, wenn es im Galopp unterwegs ist, oder? Kann es mich auch abwerfen? Ja, okay, also eigentlich glaube ich, komme ich ganz gut damit klar. Das ist Pause, okay. Ich weiß auch nicht, ob das Pferd dann später mal ein bisschen besser gehorcht. Aber damit kann ich mich ganz gut arrangieren. Ich denke, dass es interessanter wird, wenn wir dann wirklich draußen ausreiten auf dem Gelände. Und so kann ich wieder absteigen. Ja, okay. Habe ich begriffen. Sehr gut. Sag mir Bescheid, wenn du für ein paar fortgeschrittene Lektionen bereit bist. Ja, bin ich ja eigentlich schon. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das vielleicht sinnvoll wäre, ein besseres Zaumzeug und sowas zu nehmen. Ich hätte wahrscheinlich das Kostenlose wirklich nicht gebraucht. Wir hätten ja noch Stallpunkte. Aber das lernen wir mit Sicherheit noch. Du bist also soweit. Dann fangen wir mit dieser Übung an. Achte auf die Anweisung und halte das Pferd in der richtigen Gangart, bis ich dir sage, dass du sie wechseln sollst. Du siehst mein Kommando auf dem Bildschirm. Oh Gott. Schritt. Okay. Hoppla. Ja, ist ja gut. Schritt. Mittelgalopp. Gut, es war jetzt nicht so schwer. Ich hätte es in 4 Minuten schaffen müssen. Ich habe eine halbe gebraucht. Aber das wird mit Sicherheit noch anspruchsvoller. Und ich darf mir meine Belohnung abholen. Ich hoffe, es gibt richtig was. Es wird auch schon langsam dunkel. Ich denke, dass es eher Zeit ist, den Tag zu beenden. Aber ich würde furchtbar gerne meinem Pferd einen Namen geben. Irgendwie hatte ich da noch nicht die Chance. Allerdings kann es auch sein, dass ich da ins Pferdemenü gehen kann, dass es dann funktioniert.
wir steigen mal ab. Da gucke ich mal eben nach, wenn ich da draufklicke. Nee, unser Pferd hat einfach gar keinen Namen. Schön. Gut gemacht. Du kannst das Pferd weiter reiten, aber vergiss nicht, dass es ein Anfängerpferd ist. Sobald du besser reiten kannst, bekommst du auch ein besseres Pferd. Du kannst auch jederzeit zu mir kommen und mir sagen, dass du es noch einmal probieren willst. Übungen sind gut für das Pferd, damit es sich verbessert. Worin es sich verbessert, hängt jeweils von der Übung ab. Wenn du gute Leistungen zeigst, gebe ich dir vielleicht eine Medaille, mit der du jedem zeigen kannst. Mit der kannst du jedem zeigen, wie gut du schon reiten kannst. Ja, das ist doch hervorragend. Ja, ich glaube, unsere Sachen, die sparen wir uns noch ein bisschen auf, weil wir kriegen ja dann anscheinend auch noch ein besseres Pferd. Und dem wir aber leider trotzdem keinen Namen geben dürfen. Und ich sehe gerade unten nochmal zwei Ausrufezeichen aufblinken. Um zu einem anderen Pferd zu wechseln, gehst du einfach zu einem der Reitstellen und klickst dort ein Pferd an. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit den Informationen. Wenn du auf OK klickst, wechselst du auf ein neues Pferd. Okay, habe ich verstanden. Jetzt hast du dein Level zum ersten Mal erhöht. Du kannst dich nun entscheiden, welche Fähigkeiten du verbessern willst. Öffne dein Charakterfenster und klicke mit der linken Maustaste auf das Pluszeichen. Verschiedene Eigenschaften. Springen. Du kannst Hürden besser nehmen. Reiten. Du kannst dein Pferd schneller und länger reiten. Hilfen. Mach dich besser darin, die Gangarten zu wechseln. Pflegen. Du kannst dein Pferd schneller putzen und tränken. Ja, das, also schneller muss das, finde ich, jetzt nicht unbedingt sein. Das geht ja relativ zügig. Hier, das Plus. 40 Fähigkeitspunkte. Suche einen Unterstand, speichere dein Spiel und schlaf gut. Mache ich gleich. Ich glaube, Reiten und Befehl sind die zwei, die ich jetzt ganz interessant fände. Oh, okay. Da kann man richtig viele Punkte vergeben. Dann machen wir noch ein kleines bisschen Springen. Ja, das brauchen, hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber ich glaube, dass sie hier, genau, so lasse ich das erstmal. Ich kann das leider nicht mehr rückgängig machen, so wie es aussieht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Früher oder später möchte ich das ja sowieso alles hochleveln. Was kommt jetzt hier noch für eine Info? Wahrscheinlich, dass wir schlafen sollen. Weil aber alle anderen Spielfiguren musste warten, um neue Aufgaben zu... Oder für die, wenn du dich in der Nacht... schlafen gehen. Ja, gut, dann machen wir das jetzt. Wir gehen schlafen. Das Problem ist ja auch, man sieht nicht mehr wirklich allzu viel, wenn es dunkel wird. Kann ich nicht durch die... Ja, ich kann da einfach durchrennen, okay. Abspeichern und schlafen gehen. Das Tutorial ist schon relativ umfangreich. Ein neuer, wunderbarer Morgen bricht an. Ja, sehr schön. Ich möchte vielleicht jetzt gerade gerne noch ein paar Aufgaben erfüllen. Vor allem möchte ich eins gerne ausprobieren. Und zwar, wenn ich hier aufs Charaktermenü gehe, dann sehen wir hier XP 155. Und ich möchte gerne wissen, ob ich XP bekomme, wenn ich... Kann ich eigentlich mehrere annehmen? Tatsächlich kann ich. Ich nehme jetzt mal die Aufgaben alle an. Das geht ja relativ schnell. Und ich möchte gerne wissen, ob ich XP für diese Aufgaben bekomme. Das wäre natürlich ziemlich toll, weil da könnte ich offscreen total geil hochleveln. Ja. Habe ich noch meine? Nee. Also, volles Programm. Alle Pferde füttern, tränken, striegeln, ausmisten. Kriegen wir alles hin. Ja, okay, die bräuchte ich eigentlich gar nicht mal unbedingt, ne? Ja, egal. So. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz für die Schaufel, weil ich ja die Bürste mitgenommen habe. Wäre wahrscheinlich... Kann ich jetzt mit meiner Bürste dieses Pferd striegeln? Nee, kann ich gar nicht. Ich muss dazu wirklich die Leihbürste nehmen. Okay, dann hat sich schon erledigt. Dann hätte ich sie auf jeden Fall nehmen müssen. Dann machen wir erstmal
Das Striegeln und Füttern und danach eine Runde tränken und ausmisten. So. Es geht ja wirklich sehr schnell. Es ist ja dann blödsinnig, wenn man darauf verzichtet. Also es gibt ja wirklich ordentlich Stallpunkte dafür. Und na komm, so. So, die Aufgabe ist erfüllt. Komischerweise ist die Bürste immer noch im Inventar. Wahrscheinlich so lange, bis ich sie abgebe. Jetzt ist die Frage, kann ich das jetzt wenigstens mit meinem Eimer machen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht habe ich mich vorhin auch einfach doof angestellt. Wir probieren das jetzt einfach. Ah, es geht doch. Okay. Dann habe ich mich wirklich nur doof angestellt. Sehr schön. Dann soll es eigentlich gleich ordentlich Punkte geben. Drei Pferde sind ja jetzt auch eine überschaubare Menge. Und um mein eigenes Pferd muss ich mich natürlich auch noch kümmern, ist klar. Hallo? Warum läuft sie denn jetzt ewig weiter? Ich glaube, meine Taste war gerade gehangen. Moment. So. Ja, das einzige Problem ist, dass man halt so dicht dran navigieren muss. Und dass das mit den Pfeiltasten nicht immer ganz so angenehm ist. Es ist ja jetzt nicht schwer oder sowas, aber es ist halt, ja, muss ich dann, ja, es ist jetzt schon ziemlich pixelgenau, wenn man ran will. So, die sind alle versorgt. Mein Pferd ist übrigens weg. Ach nee, da steht's. Dem geht's aber, glaube ich, ganz gut. Da Erschöpfung, Striegeln, Hunger, Durst. Also striegeln sollte ich es, aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. So, dann holen wir uns... Oh, Bronzemedaille, das machen wir gleich. Jetzt holen wir uns erstmal unsere ganzen Punkte ab. Ne? Ach, das ist toll. Das gefällt mir richtig. So, jetzt... Bin ich mal gespannt. Haben wir jetzt XP dafür bekommen? Ich glaube es fast nicht. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben 245 Stallpunkte. Da könnten wir jetzt theoretisch schon ganz schön shoppen gehen. Aber ich muss jetzt natürlich erst noch mein Pferd striegeln. Was ist eigentlich das hier? Für ein Wohlbefinden. Ja, das wird wahrscheinlich gleich wieder steigen. So. Ja. Und das hier unten, was ist das hier für ein Balken? XP. Okay, dann müssen wir wohl wirklich, um voranzukommen, viele Aufgaben erfüllen. Oh, die Folge ist schon wieder rum. Dabei haben wir fast noch nichts gemacht. Bronzemedaille und immer höher hinaus. Bist du bereit, um die Bronzemedaille zu kämpfen? Wenn du es schaffst, komm zu mir zurück. Okay, oh Gott. Das versuchen wir noch schnell. Tut mir leid, dass ich da jetzt gerade nicht so viel rede. Also wenn unten dieser Pfeil blinkt, dann muss man nochmal auf die, so wie jetzt gerade, auf die W-Taste drücken, damit es in dieser Gangart bleibt. Und nebenbei muss ich natürlich auch gucken, dass es hier nicht irgendwo dagegen rennt. Läuft eigentlich gerade ganz gut. Das war jetzt gerade falsch, aber den Fehler hat er mir verziehen. Ich glaube, dass man auch bei der Bronzemedaille ganz gut Zeit dafür hat, also sich dann auch durchaus Fehler erlauben darf.
Mittelgalopp, okay. Das ist jetzt hier auf diesem kleinen Areal natürlich nicht so einfach. Kann ich eigentlich nur im Kreis reiten. Hui! Sehr schön. Vergiss nicht, dir die Belohnung abzuholen. Nein, keine Sorge. Das vergesse ich nicht. Das machen wir jetzt noch. Hier darf ich, glaube ich, auch gar nicht absteigen. Doch, dürfte ich sogar. Aber ich reite lieber schnell nach draußen. Das mit den verschiedenen Gangarten ist eigentlich sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Mein Pferd scheint auch ganz gut Kondition zu haben. Ne? Gut gemacht. Hiermit überreiche ich dir die Bronzemedaille. Lege sie in deine Vitrine, damit du sie nicht verlierst. Ich habe eine Vitrine. Habe ich jetzt XP bekommen? Oh ja, habe ich. Man sieht es ja schon da unten. 205 habe ich jetzt. Was denn für eine Vitrine? Übrigens haben wir ins Tagebuch noch gar nicht reingeschaut. Aber da ist auch noch nichts drin. Okay, umso besser. Unser Pferd, das entwickelt sich auch ganz gut, so wie es aussieht. Was ist denn jetzt die... Was ist das hier? Die Mütze. Okay. Ja, meine Privatklamotten. Aber wo ist denn meine... Ah, da. Jetzt ja. Das ist die Bronzemedaille. Sehr schön. Na, mal gucken, wie viel wir dann im Laufe der Zeit zusammenbekommen. Das soll es jetzt auf jeden Fall für diese Folge gewesen sein. Und, ja, dann geht es dann morgen weiter mit immer höher hinaus. So heißt die nächste Aufgabe. Ich bin gespannt. Macht's gut, bis dann. Tschüss.